So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. In einer Aufnahme, vor der ich ein bisschen Angst habe. Denn uns fehlt jetzt von den aktuell freigeschalteten Challenges nur noch eine. Und das ist ultra hart. Ich glaube, ich werde einen Part investieren in diese Challenge. Und dann gucken wir, wie realistisch das ist. Weil das Ding ist, wir müssen bis Mega Satan kommen. Wir haben den Schlüssel auch schon. Also, wir dürfen zu Mega Satan kommen. Der Schlüssel ist schon da. Allerdings haben wir auch alle Flüche gleichzeitig. Und was weiß ich, was noch alles schwierig ist. Keine Ahnung. Irgendein Fass zum Verschieben? Nein, dann kann ich hier sprengen. Aber das ist jetzt... Entschuldigung. Das ist jetzt wirklich eine interessante Geschichte. Was ich jetzt nicht mehr weiß, ist, ob man hier einen Itemraum bekommt in der Challenge oder ob man wirklich ohne Itemraum spielen muss. Wir werden es gleich rausfinden. Wahrscheinlich sind auch noch die Gegner stärker und es sind mehr und keine Ahnung. Also wenn ich mir den Raum jetzt schon alleine angucke. Was zur Hölle ist das denn? Wahrscheinlich nur so schwere Gegner und sowas. Oder ist es jetzt Zufall, dass hier so ein komischer Raum ist? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich krieg den nicht weg. Da... Dude! So. Jetzt gehe ich rein. Jetzt geh. Ah, da ist nochmal einer. Was denn? Ach, das ist, der wird zu so einem Paddel. Deswegen. Okay, das war der Raum. Es gibt einen Itemraum. Das ist doch schon mal eine sehr interessante Geschichte. Also wir kriegen. Es ist ein ganz normaler One. Nur halt. Auf super schwer, aber an sich ist es ein ganz normaler Run. Okay. Und bis Mega Satan mit der Bedingung, dass man aber den Schlüssel schon hat. Also man muss jetzt nicht in den Engelräumen noch den Schlüssel holen. Aber heißt das dann eigentlich, dann müssten... Oh, scheiße. Dann, ach. Aber das heißt doch dann, dass wir engelraumtechnisch eine höhere Chance auf Engelräume haben, wenn wir den Schlüssel komplett haben. Sehe ich das richtig? Aber man merkt schon, ja, es sind die schweren Gegner. Da, wo die normalen Gegner wären, sind die schweren Versionen. Wir müssen also möglichst schnell ziemlich OP werden. Sind wir... Ah, es ist ja immer eine XL-Ebene. Natürlich, zwei... Okay, das heißt, ich muss immer zwei Itemräume kontrollieren und dann kann ich gucken, ob ich den One übernehme oder ob ich nochmal resette. Weiß nicht. Spielen wir mal weiter. Spielen mal weiter. Stimmt, dann sind es ja immer XL-Ebenen, dann geht es ja eigentlich recht fix. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wie schwer ist es im Sinne von tauchen oft Herzen auf oder eher nicht so. Und das kommt ja auch noch dazu. Bisher habe ich nämlich nichts zum Heilen. Also überhaupt nichts. Mein Ziel wäre, und ich hoffe, dass das funktioniert, ich weiß es nicht. Mein Ziel wäre immer schön... Oh, yes. Wait. War da irgendwas drin? Da war doch ein blauer Stein. Da war nichts drin, sehe ich das richtig? Ja, merkwürdig. Ja, aber... Ja. Ich habe kein Herz jetzt irgendwo noch, ne? Wir haben alles... haben alles gesehen. Mein Ziel wäre... Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte.
Aber die Bossen sind auch dann die schwierigen Varianten. Aua. Ja, was wäre mein Ziel? Was wollte ich sagen? Mein Ziel wäre, die Challenge zu schaffen, aber das ist ja nicht, was ich sagen wollte. Mein Ziel wäre... I don't know, was ich sagen wollte. Tut mir leid. Ich habe diesen Satz angefangen. Ich weiß nicht mal mehr, in welchem Zusammenhang ich den angefangen habe. Also mein Ziel wäre... Ach, doch, ich weiß. Das hat jetzt gedauert. Mein Ziel wäre, den Shop zu finden und die schwarze Kerze zu kaufen. Weil dann sind nämlich alle Flüche weg. Ich hoffe, das ist in der Challenge möglich. Wow, das hat jetzt... Das hat jetzt ein bisschen gedauert, das zu sagen, ne? So, jetzt haben wir noch... Es kommen keine Herzen. Es droppt nichts. Oh, und ich habe keinen Angel-Deal-Chance, obwohl ich in einer XL-Ebene bin. Ich habe nur Satan-Deal-Chance. Wieso? Ich müsste doch wegen dem Schlüssel Angel... Da ist schon wieder so ein Stein. Jetzt aber hier. Die geben nix. Muss ich die überhaupt... Bringt's mir... Scheiße. Ja, bringt's mir denn überhaupt was, die zu sprengen dann? Haben die eine niedrigere Wahrscheinlichkeit oder was ist da los? Was ist das denn? Warum kommen da keine Sachen drauf? Werde ich überhaupt nicht mehr geheilt? Oh mein Gott, was ist denn? Super. Hä, da war jetzt einfach nichts. Probier mal was. Cool. Schön, dass du jetzt was spawnst. Okay, wir machen, bis wir beim Itemraum starten. Labyrinth haben wir ja eh immer dann. Da muss ich nicht so weit laufen. Oder so. Wir gucken dann da rein. Hä? Wäre hier jetzt ein Item drin gewesen und es taucht jetzt einfach nicht auf? Weil dann besuche ich die Stachelräume gar nicht erst, wenn die Scams sind. Wenn die Stachelräume in der Challenge Scams sind, gehe ich gar nicht erst rein. Itemräume sind bisher kein Scam gewesen. Da sind Items drin. Okay, da war jetzt eine Kiste. Ein Schlüssel. Also jetzt war der blaue Stein nicht leer. Also ganz merkwürdig. Ganz merkwürdige Dinge gehen hier vor sich. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kannst du da drüben bitte kaputt gehen? Ja, 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 ja. Nee, hier, 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 da. Da, hier. Hier, wo der ist. Du, sondern der andere. Okay. Aber was cool ist, jeder Gegner, den ich besiege, bringt mir jetzt eine Spinne. Das ist das Item, was ich gerade eingesammelt habe. Das kann in Kombination mit anderen Sachen ganz nice sein. Ja, gerade wenn diese kleinen Spinnen kaputt gehen und jede wird eine blaue Spinne, dann ist das eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ah, Mist. Ah, Mist. Aber wie gesagt, mein Ziel wäre eben entsprechend... Ah, da ist noch so ein unsichtbares Mist. Mein Ziel wäre entsprechend, den Shop zu besuchen und zu hoffen, dass da eine schwarze Kerze auftaucht. Dann sind wir happy. Wir haben jetzt gerade richtig viele Spinnen generiert. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Also das ist wirklich nicht doof. Ich würde gerne an den Schlüssel rankommen, aber komme ich jetzt so nicht. Oh, hier gibt es ein Item zu kaufen. Das könnte halt schon die Kerze sein. Ansonsten gibt es hier allerdings nichts. Sind auch die Shops leerer oder war das jetzt einfach Zufall?
Gott, Alter. Es sind die ganz, immer die ganz schweren. Die halt länger aushalten. Aber auch dann einen Schaden machen. Also einen Herzschaden, würde ich sagen. Oh nee, da oben in den darf ich nicht reinrennen, weil er grau ist. Ich will halt noch den zweiten Itemraum. Also ich muss auf jeden Fall die ersten zwei Itemräume gucken. Und dann kann ich, wie gesagt, entscheiden, ob wir weiterspielen oder nicht. Bisher, dieses Spinnending ist ganz cool, wenn man jetzt zum Beispiel dann sowas hätte wie Best Dings Friends, wo dann große Spinnen draus werden können und so. Dann wäre das alles... Oh mein Gott, geht mir nicht auf die Nerven. Dann wäre das alles eine interessante Geschichte. Da ist meine Bombe. Da ist meine Bombe für den Schlüssel, die ich auch nur so setzen kann, dass der Schlüssel rauskommt. Na gut. Hoffen wir, dass es dir die Kiste wert ist. Ja, doch. 4 Bomben rausbekommen. Was habe ich alles geopfert? Ich habe einen Schlüssel. Naja. Bin mir noch nicht so sicher. Bin mir noch nicht so sicher. Okay. Aber es war auf jeden Fall jetzt kein super schlechter. Da ist schon wieder ein blauer Stein. Ich frage mich jetzt halt echt, ob blaue Herzen einfach nicht auftauchen können. Der ist einfach leer. Wahrscheinlich wären da blaue Herzen drin gewesen. Wahrscheinlich wären in der Truhe dann auch blaue Herzen. Also vielleicht kriege ich keine blauen Herzen. Vielleicht ist es so. Vielleicht können aber trotzdem in so Stachelräumen... Oh, Mist. Vielleicht können trotzdem in Stachelräumen dann so Item-Truhen zumindest spawnen. Ne? Also, dass keine blauen Herzen spawnen, okay. Sehe ich ein. Kann man machen. Da ist mein anderer Itemraum. Interessanter Ort. Aber das würde für mich bedeuten, es ist eigentlich nicht so geil, die blauen Steine... Oh. Blauen Steine zu sprengen. Ah, oh, gut, das Cube Baby. Naja. Naja. Wir gucken mal in die Bosse. Wenn wir den jetzt eh nicht schaffen, dann hat sich die Sache ja eh erledigt. Mal ein Hit und ich bin tot. So ist es leider. Aber mal gucken, was er so für ein Item droppt. Falls er noch ein Item droppt, falls wir es noch mitbekommen. Auch hier wieder das Schöne ist... Oh, ich bin nicht tot mit einem Hit. Ups, ich dachte, der macht mich mit einem Hit weg. Macht er gar nicht. So, was gibt's hier Hübsches? Orms Coin Purse. Ja gut, können wir mal machen. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob es nur schlechte Pillen gibt, aber dann kam ein HP-Up dazu. HP-Up ist natürlich super nice. Leider habe ich kein Herz. Ich war mir nicht bewusst, dass ich in dem Raum noch nicht drin war. Ich wollte jetzt eigentlich nur gucken, wo ich noch vielleicht ein Herz rausziehen kann. Stellt sich raus, hier nicht. Nicht treffen lassen jetzt, das wäre jetzt richtig blöd. Aber mir scheint auch, ich kriege keine Herzen. Also mir scheint, ich kriege in den Aufladungen, ich kriege keine wirkliche Aufladung. So. Okay, jetzt kriege ich den goldenen Schlüssel. Das ist natürlich schön. Ist mir nur leider nichts. Waren wir hier schon drin? Scheiße, nein. Aber die schießen schräg. Das dürfte eigentlich funktionieren. Wenn die nicht irgendwie ganz komisch explodieren, dann sollte das passen. Und dann... Können die mir eigentlich recht wenig. Okay, der explodiert einfach überhaupt nicht. Der macht einfach nur... Okay, wo ist noch einer? Da ist noch einer.
Da ist noch einer und das war's dann. Okay. Schön. So, Theorie wäre jetzt nämlich, dass hier der Geheimraum ist. Theorie hat sich nicht bestätigt. Könnte er noch sein? So groß ist die Ebene nicht. Da könnte er noch sein. Sehr schön. Damit können wir uns das Item im Shop leisten und gucken, was es ist. Mehr kann ich nicht tun. Dann habe ich alles ausprobiert. Dann habe ich alles ausprobiert, dann haben wir nur noch den Boss zu erledigen, den zweiten, und dann werden wir sehen. Money Pack filled with... Nützt mir jetzt im Moment leider nichts. Ja gut, wir hätten noch einen Spezialgeheimraum, aber ich habe nur eine einzige Bombe. Gut, hier kann er nicht sein. Ja, aber hier habe ich jetzt schon zwei Möglichkeiten, nämlich hier oder hier. Ja, dann ist er da. Schade. Oh Gott. Mit einem halben Herz weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. Warne schon mal vor. Ich bin gleich tot. Na, geh mal los hier, Kollege. Ja, vielleicht laufe ich auch einfach da rein. Das ist in Ordnung. Sporenschuss. Ja, gut. Kann man mal mitnehmen. Wir lernen weiter neue Items kennen. Warum nicht? Und da ist direkt der zweite Itemraum. Sehr schön. Was macht der Sporenschuss? Oh, der Sporenschuss geht durch Wände. Das ist schon mal interessant. Also manchmal habe ich dann Glück und ich habe einen... Nee, war Zufall wahrscheinlich. Gut, was ist mit dir? Alter, ich dachte, ich treffe mich noch. Das wäre es komplett gewesen. So, was haben wir hier? Komme ich auch einfach ran. Daddy Longlegs. Fühl ich. Dieses Item fühle ich ein bisschen. Das war nicht so cool. Ah, das macht dies, das macht so zu Knubbel. Kann der auch kaputt machen? Also kann der. Ah, der geht jetzt aber nicht mehr runter, weil jetzt kein Gegner mehr da ist, ne? Ja, never mind. Okay. Also Daddy Longlegs gegen Bosse wäre eine coole Geschichte. Wir bräuchten halt... Ah, dann brauchen wir dringend so Items, die regenerieren auch. Wenn ich selber keine Herzen bekomme in den Ebenen, brauchen wir dringend Items, mit denen wir uns regenerieren können. Naja, naja. Aber Daddy Longlegs ist schon echt eine gute Partie, muss man sagen. Also Daddy Longlegs ist... Ah, Moment, ich muss ganz kurz mein Handy abstecken. Das ist fertig aufgeladen. So. Daddy Longlegs ist echt eine gute Partie. Weil da kann man theoretisch auch sich so ein bisschen im Hintergrund aufhalten und den machen lassen. Dauert halt dann 3 Jahre, bis so ein Raum gemacht ist. Aber theoretisch geht das. Ach, ich werde ja nie die Kerze... Ich werde ja nie sehen, ob es die Kerze ist, bis ich sie kaufe. Oh, shit, das habe ich nicht bedacht. Ah, dang it, das habe ich nicht bedacht. Aber das stimmt. Hm. Okay, aber ich meine, Daddy Longlegs ist echt nice. Ich versuche mich jetzt im Hintergrund aufzuhalten und lass den einfach mal machen. Ne? So. HP und Luck up, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Kollegen. Bin... Auch kein Problem. Nach Möglichkeit, ohne Herzen zu verlieren. Aber jetzt haben wir mal wieder volle Energie durch das HP abbekommen. Jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich diese Energie nicht verliere. Dann wäre es echt
Regeneration und HP. Regeneration ist am Start. Okay. Ja, ach so, ich sehe ja die Items wieder nicht. Okay, aber 3 Satan-Items jeweils nur für 1 Herz. Count me in. Das waren jetzt nicht gerade die geilsten Satan-Items. Vor allem er hier kann nichts einsammeln, weil keine Herzen droppen. Ist doch bescheuert. Ist doch komplett bescheuert. So, wir müssen noch Schlüssel besorgen für die nächste Ebene im besten Fall. Oder für die Ebene. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Erstmal das Feuer wegmachen. Sehr gut. Dann aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Scheiße. Okay. Wir haben auch noch theoretisch ein Item für 15 Euro zum Kaufen. Euro. 15 Geld halt. Also Coins. Kein Schlüssel für mich. Okay. Aber wenn ich nicht... Ach so, ja gut. Ich regeneriere mich jetzt ja mit Regeneration, ne? Das ist ja das... Das ist ja ganz gut. Da kann ich eigentlich ein bisschen drum probieren. Wow, das war knapp, aber hat gepasst. Okay, auch hier kein Stein. Blaue Steine sprengen ist halt jetzt so eine riskante Sache, weil wenn sie leer sind, sind sie leer. Und das ist dann nicht so cool. Na? Ist das schon alles gewesen? Hier drüben waren wir drin, ne? Das war alles. Das war alles, okay. Ich habe 2 Bomben. Ich habe keinen Schlüssel. Ne, hier geht's auch nicht woanders hin. Dann könnte ich natürlich noch versuchen, den Geheimraum zu lokalisieren. Nee, kann ich nicht. Meiner könnte hier sein. Nee, warte. Nee, da ist der. Da ist der. Dann könnte er hier sein. Ich probiere einmal. Einmal probiere ich. Scheiße. Ja, dann halt. Hier ist der. Ey. Ich wüsste nicht mal, wie vom Aufbau her. Hier ist der. Ah, da, warte mal. Hier ist einer. Hier kann man hoch. Hier kann man nicht hoch. Hier kann man hoch. Aber da kann man nicht rein. Also da kann auch kein Geheimraum hin. Und hier oben geht's auch nur nach da. Also... So wie man normalerweise einen Geheimraum kennt zwischen 3 Räumen, scheint es mir jetzt hier nicht zu sein. Ach, oh, wait a moment. Da wäre noch eine Idee. Nee, dann nicht. Na, aber das... Ach so, das wäre dann... Ja, ja. Ja, war scheiße. Ich habe 2 Bomben verschwendet. Ich habe 2 Bomben verschwendet. Lasst mich. So, wir brauchen Schlüssel. Ah ne, das ist Charge. It feels lucky. Was bist du? Ground below feels hollow. Nimm mal das mit. Ich meine, die Liberty Cap wird mir eh nichts nützen, weil ich ja die Flüche drin habe. Interessante Bombe. Stimmt, wir haben ja Fluch. Wir, der hat sich noch nie... Das ist das erste Mal, dass der sich ausgelöst hat. Hier der... Au. Da hat mich was anderes erwischt. Okay, okay. Aber wir haben... Also, Satan-Deals, glaube ich, muss ich trotzdem machen. Ne? So, wenn die so wie gerade eben sind. Allerdings, ich glaube, man hätte sich halt schon denken können. Wenn man es jetzt mal so betrachtet... man hätte sich schon denken können, anhand dessen, dass es halt nur einer Deals war. Das ist, glaube ich, nicht die geilsten Items. Wobei, ich glaube, die Guppy-Items könnten es trotzdem sein. Die sind, glaube ich, einer Deals.
Ich habe so ein bisschen auf Guppy-Kram gehofft. Weil Guppy werden wäre halt auch sehr essentiell für so einen Run. Sehr, sehr sinnvoll. Aber gut. Ich muss ein bisschen lernen, ob es halt wirklich sinnvoll ist, blaue Steine zu sprengen oder nicht. Theoretisch, wenn ich Schlüssel habe, ja. Blaue Herzen habe ich scheinbar auf... Also ich kann scheinbar sowohl auf blaue Herzen als auch auf rote Herzen... brauche ich gar nicht zu hoffen. Die kriege ich nicht. Das heißt, ich muss über Regeneration arbeiten. Und es ist halt ein Boss-Item. Also, dass ich Regeneration im Laufe des Runs bekomme, das ist nicht unwahrscheinlich, wie es gerade eben auch passiert ist. Hier, da schon der Boss, das ist mir zu bald. Ich will erst die Items durchgucken. Ich muss auf Regeneration schauen. Ich muss hoffen, dass ich die schwarze Kerze kaufe. In der Hoffnung, dass sie überhaupt verfügbar ist. In einem der Ebenen. In einer der Ebenen. Gleich ein Problem. Okay, alles gut. Die kaputt. Ja, ich wollte gerade sagen, der explodiert doch bestimmt. Okay. Das ist ein Stachelraum. Der gefällt mir nicht, der Kollege. Sichtbares Drecksding. Kaputt. Oh, da ist ein blauer Stein. Ja, aber ich habe halt jetzt nur eine Bombe und nichts, keinen Schlüssel. Also, das einzig Gute wäre, wenn ein Item rauskommt, nämlich der Rock. Aber ich würde wirklich blaue Steine ab jetzt nur noch sprengen, wenn ich Schlüssel habe, für den Fall, dass Kisten rauskommen. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist der... Oh Gott, das wird hier gleich unangenehm. Oh mein Gott, wie bin ich da dran vorbeigekommen? Holy sh... Damit hätte ich nie gerechnet, dass ich da dran vorbeikomme. So Hitbox-technisch. Faszinierend. Na gut, dann haben wir das jetzt auch ohne Hit geschafft. Sehr schön. Okay, so langsam mussten sie ja kommen und das sind sie auch beide auf einem Haufen. Finde ich gut. Aber wo ist denn eigentlich der Shop? Haben wir jetzt nicht alle Räume durch? Keinen Shop bisher gesehen. Aber vielleicht habe ich auch irgendeinen Raum übersehen bisher. Jo, lass mich in Ruhe. Albern ist rumgehüpft da. So. Bin schon sehr gespannt, was für Items ich bekomme. Wir wissen es ja erst, wenn ich sie eingesammelt habe. Das macht die ganze Sache ja noch lustiger. Okay, Bottle of Pills, Reusable Pills Generator und Lyriven. Okay, ich glaube, das ist, wenn ich getroffen werde und so weiter. Aber ich glaube, ich erfahre jetzt nicht, ja. Oh mein Gott, eine Pretty Fly. Das ist natürlich cool. Ansonsten ist es aber nach wie vor im Moment riskant, solche Dinge einzusammeln, weil wir nicht wissen, was wir kriegen. Aber eine Pretty Fly zu haben, ist schon mal besser, als keine Pretty Fly zu haben. Wo ist der Shop? Oh, hier waren wir noch nicht drin. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in den Raum, wo ich noch nicht drin war. Damit wir schön mit voller Energie zu den Bossen kommen. Geh kaputt! Schlüssel. Sehr gut. Für die nächste Ebene schon mal ein... Oh, da ist der Shop. Ach, der ist so extra. Hier ist eine Sackgasse. Ah, jetzt verstehe ich, wie die Map aufgebaut ist. Dann können wir auch mal kurz reingucken. Alter, ich kriege hier gleich Probleme. Yo! Wie kommt man da bitte einfach durch? Was zur Hölle? Damit hätte ich nie gerechnet, wieder mal. So, mach dich kaputt bitte, bevor ich bei dir ankomme. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und... Okay.
euch zwei noch weg. Und dann sind wir erstmal happy. Okay, zwei Schlüssel, zwei Itemräume. Läuft. Kein Seasonal Coin Item. Könnte jetzt natürlich eine Kerze sein, weiß man nicht. Wir nehmen nichts mit. Abflug, Bossfight. Zwei Items beim Boss holen. Nächste Ebene wieder zwei Items holen. Also ganz wichtig ist, dass wir immer diese zwei Items zusammenbekommen. Das ist das Ding. Oh, jetzt muss ich den erstmal überstehen. Oh, den überstehen wird nicht so einfach. Was ist jetzt meine Fly Revenge? Was macht das jetzt? Ich dachte, das macht, wenn ich getroffen werde, dass Fliegen aus mir rauskommen. Jetzt nicht passiert. Aua! Ich lasse mich wieder von jedem Scheiß treffen. Das ist doch... Das stimmt halt sogar, weil er mit... Ja. Weil er ein Kothaufen ist. Und wenn er mit Kacke schießt, dann lasse ich mich tatsächlich von jedem Scheiß treffen. Nein! Und wir brauchen dringend einen HP-Up bei ihm als Upgrade. Sonst war es das. Ich hoffe, wir sehen zumindest noch sein Item. Wäre ganz schön. Würde ich mich freuen. Ja, sieht gut aus. Aber ich habe mich viel zu oft wieder... Es ist so kritisch, wie schlecht ich spiele. Es ist so kritisch. So. Beat up. Ja, das war's komplett. Oh, nee. Das überstehe ich nicht. Vor allem, wenn die gleich ihr Blubber-Blubber loslegt. Ja, genau, das da. Junge. Mach das mal bitte weniger, danke. Mach mal bitte davon mehr. Davon kannst du ganz viel machen. Da kann ich einfach ausweichen. Ja, mach davon mehr. Das ist okay. Nee, das... Was war das denn? Yikes. Jo. Okay, blubber, 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 blubber. Uah. Alter, sie ist fast down. Komm schon, jetzt nicht noch drauf gehen. Das wäre jetzt dumm. Okay. Hier ist ein Shotspeed ab. Kein HP ab. Na, das war's komplett. Geht's mit einem halben Herz in die nächste Ebene. Das ist mal stabil. Das wird nix. Ach so, der Angel-Deal geht wahrscheinlich erst los, wenn man überhaupt mal einen Satan-Deal verfehlt. Also, verdingst hat. Wenn man einen mal... Yo! Wie groß kannst du werden? Ja. Einfach nur ja. Hat er gesagt, auf die Antwort. Wie groß er werden kann? Nicht so günstig. Kannst du mal kaputt gehen oder so? Alter, wie lange brauchen die denn? So, sehr schön. Nummer 1 hat sich erledigt. Zu nah. Der. Alter, das Viech will auch nicht kaputt gehen. Jetzt. Okay. Leider. Nach wie vor. Keine gute Ausgangsposition. Die sind... Oh, das wird jetzt kritisch, weil die alle sehr nahe kommen. Da muss ich so ein bisschen außenrum immer versuchen. Aber nach der Runde habe ich wieder eine Pille. Selbst wenn es ein Bad Trip wäre, würde ich ja Full Heal bekommen. Also setze ich sie auf jeden Fall ein. Es gibt fast keine Pille, die mir schaden könnte danach. Also so Tears Down und so Quatsch. Ja, das ist klar. Aber dafür riskiere ich es. Junge, wie viel haltet ihr aus? Nummer 1 ist weg.
Oh, jetzt schiebe ich dir das so rum. Das ist nicht, was ich wollte. Oh Gott. So, jetzt sind es mal weniger. Ja, gut, jetzt ist es dann geklärt. Speed up. Gut, das Speed up nützt mir nichts. Schlechter Raum, schlechter Raum, schlechter Raum. Weil ich eigentlich ja nur ausweichen muss hier an der Ecke. Okay, jetzt alles kaputt schießen. Jetzt alles kaputt schießen, bevor die kommen. Bevor die kommen. Alter. Oh Gott! Das war knapp. Okay. Immer noch kein Itemraum in Sicht. Okay, der Raum ist easy. Aber immer noch kein Itemraum in Sicht. Der Raum ist auch... Oh ja, okay, fast easy. Oh Gott, ich... Oh nein! Oh, ich ahne, was ich mache gleich. Zu langsam und... Oh Gott, ja, ist... Oh, oh, Bombenraum. Ich brauche zwei Bomben. Okay, ich habe zwei Bomben. Da gehen wir rein. Da gehen wir safe rein. Alter, chill. Chill doch bitte. So, was haben wir jetzt hier? Jo, okay. Kann ich mich erst heilen oder muss ich den erst besiegen? Weil das Ding ist, wenn man sich hier ins Bett legt, wird man geheilt. Oh yes, ist er jetzt immer noch drin? Ja, er ist noch drin, aber es ist okay, wir sind geheilt. Das ist sehr okay, guter Raum. Ich brauche nur nochmal eine Bombe, um dann den Teppich zu sprengen. Unter dem Teppich kann eine Trapdoor sein. Danke. Sehr gütig. Yes! Okay, das ist jetzt nicht so ganz yes, weil die Elfmünzen könnte ich halt jetzt vergeuden, aber dann ist es so. Ich muss jeden Strohhalm nehmen, den ich bekommen kann. Nein! Wow. Ey, das war ja komplette Verschwendung. Wir haben immer noch keinen Itemraum gefunden. Just saying. Ich meine, wir haben ja zwei Itemräume vor uns, aber wir sind wieder voll. Das ist schon gut. Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch, ob ich eine Pille einsetzen soll, aber muss es riskieren. Kann ich dann zumindest über Dings... Über die Pillenblaue hat. Ah, oh, wieder Speed up. Nice. Speed up. Okay. Vorsichtig. Nein, da bin ich ganz ungünstig. Oh, gut, dass wir Speed up haben. Okay, immer noch kein Itemraum. Ich habe mal alle Türen gefunden. Ich wollte mal kurz alle Türen angucken. Na, scheiße. Itemraum. Jetzt wird die Kacke hier überstehen. Oh, das wird gar kein guter Raum für mich. Nee, kein guter Raum für mich. Okay, die Schlimmsten sind raus.
Ah, die gehen gar nicht kaputt. Ich muss den kaputt machen, ne? Nee, ich muss doch die kaputt machen. Ja! Dachte, der springt noch in mich rein. So. Bomben haben wir bekommen. Rapid Bombs. Weiß nicht, was die anders machen. Blitz ist drauf. Keine Ahnung. Oh Gott, das ist jetzt richtig. Oh, jetzt, das war. Ich komm hier nicht raus. Hier komme ich nicht raus. Da komme ich nicht raus. Keine Chance. Okay. Oh wei. Einwand starten wir noch. Aber ich glaube, auch hier gibt es sicherlich wieder gute Kombinationen, mit denen man ganz gut durchkommt. Oh nice, wir kriegen direkt ein Item. Vielleicht überlebe ich auch bis dahin. Was kriegen wir denn Hübsches? Guppies Paw. Komme ich so an Soul Hearts ran? Na gut, dafür kriege ich ja... Ja, also notfalls kann ich es einsetzen, aber wir haben ein Guppy-Item schon mal. Das ist schon gut genug. Also wenn Guppy-Item haben, ist schon mal gut. Quadshot ist auch gut, haut allerdings meinen Tiers sehr weit runter. Ich brauche jetzt dringend Tiers ab. Okay, ich glaube, blaue Steine... Ich hatte jetzt einen Schlüssel, deswegen habe ich es gemacht. Ich habe ja gesagt, wenn ich einen Schlüssel habe, mache ich es. Ne, aber... Ich weiß nicht, ob das so geil war. Ein Quadshot ist cool, wenn ich jetzt noch mein Tiers ab wieder zurückbekomme. Wenn ich jetzt noch mehr Tiers bekomme, dann ist das eine coole Geschichte. Ansonsten eher ein bisschen kritisch. Wir brauchen noch den zweiten Itemraum. Wir kriegen noch einen zweiten Itemraum. Irgendwann, irgendwo. Okay. Und ich habe halt jetzt einen ganz guten Schutz, weil wenn es zu knapp wird, dann setze ich halt Guppy's Paw ein und kriege erstmal immer blaue Herzen für jeden roten Container. So, das kann man mal machen. Ist natürlich eher so eine Notfallgeschichte. Aber gut ist es halt, weil es ein Guppy-Item ist. Es spräche natürlich wieder dafür, Satan-Deals zu machen, sollten sie auftauchen. Okay, da ist ein Item drin. Ich sehe natürlich nicht, was es ist und wir kommen... Da war ein interessanter Fluch. Der hat ja alles komplett durcheinander... Nein! Ich bin tot. Ich darf hier nicht runter. Hier hätte ich nicht runtergedurft. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, oh mein Gott. Ich dachte, der... Oh, wenn ich den anderen hier explodieren lassen könnte, wäre das cool. Aber ich weiß nicht, ob das... Scheißdreck. Wenn ich es hier weiß. Ah, das war blöd. Item. Exact Bombs. Wir haben Bomben bekommen. Das ist schon mal... Gut. Da war nichts drin. Das heißt, da wären jetzt wahrscheinlich rote Herzen rausgekommen, ne? Oh, God dang it. Also immer, wenn nichts rauskommt, wären rote Herzen oder blaue Herzen drin. Wahrscheinlich kriegt man einfach null Herzen. So, das ist das Ding. Ah. Ganz kritische Geschichte. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden irgendwann Glück haben, einfach eine ganz interessante Kombination ziehen an Items und vielleicht genügt die ja dann. Wir werden sehen. Der Anfang vorhin mit Guppy's Paw war schon ziemlich geil. Ich war halt leider dumm. Ich
Ich war halt leider dumm. Ich hätte es einsetzen sollen. Ich hätte es einsetzen sollen. Ich hätte auf Nummer sicher gehen sollen. Bin nicht auf Nummer sicher gegangen. Selbst schuld, kein Mitleid. Wie viele Spinnen willst du noch in dich reinlaufen lassen? Conan, ja. Rauf jetzt! Rauf, Kacke zu generieren. So. Zumindest das nächste Item sehen wir noch. Jo, vielleicht auch nicht mehr. Na doch. Nächste Item sehen wir noch. Move on Touch. Kann man dann auch resetten. Reroll Enemies, okay. Jetzt war da eine Bombe drin in dem blauen Stein. Also ist ja natürlich in Ordnung, aber halt, naja, ne? Oh. Sehr schön. Ich krieg eine Kiste und ich krieg einen Schlüssel für die Kiste. Das finde ich ganz nett von dem Raum. Kann man mal machen. Komm, gib mir was Gescheites. Oh, Schlüssel kommt wieder zurück zu mir. Sehr schön. Und es hat irgendwelche Stats erhöht. Die halt am Lowest. Okay, da ist ein Itemraum. Der zweite dann. Was ist jetzt, wenn ich euch rerolle? Was wird aus euch? Oh, kann ich da die schwächeren Versionen dann teilweise draus machen, wenn ich Glück habe? Und das Scheiße. Das reloadet sich mit jedem Raum. Das ist ja eigentlich eine coole Sache. Könnten wir mal machen. Der ist jetzt leider nicht schwächer geworden. Aber so allgemein könnte man es, glaube ich, probieren und Glück haben, dass die Gegner ein bisschen besser werden. So, was ist mit dir denn verkehrt? Ah ja. Hört mal auf, hier Kacke zu spawnen. Das wäre super. Also das könnte ein ganz interessantes Item für diese Geschichte hier werden. Der... Was ist es für ein D? Ich hab's vergessen. So. Minimash, Speed und Range Up ist auch cool. Keine Frage. Da reroll ich bestimmt nichts. Da reroll ich bestimmt nichts. Kann der auch Boss hier rerollen? Ich glaube nicht. Da ist ein verschiebbares Fass. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwo ein Stein ist, den ich sprengen wollen würde. Aber vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf den Raum zu überleben. Nice. Ich sehe bisher keinen Stein, den ich sprengen wollen würde. Wo ist noch einer? Irgendwo muss noch einer sein. Oh, Burnt Penny. Nice, nice. Gib mir Bomben, wenn ich Münzen einsammle. Ah gut, ich könnte einfach mal probieren. Oh. Das hier hinzuschieben und gucken, ob hier der Geheimraum ist. Ich glaub's zwar nicht, aber ich könnte es halt mal probieren. Wird da nicht. Schlüssel, nice, nice. Wahrscheinlich kann man, wenn man Pech hat, sich auch ganz unangenehme Kollegen rerollen, ne? Also, ich soll es wirklich nur dann machen, wenn ich nicht klarkomme in dem Raum. So, Shop. Zumindest vielleicht irgendwelche Münzen abholen in den Feuern. Schade, dann nicht. Ist der Raum unangenehm oder angenehm? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Kann ich hier raus? Ja, sehr gut.
ich ihn jetzt wegkriege, dann wäre das schon mal gut. Nice. Dann kriege ich ihn auch weg. Und die da drüben, die stehen ja still. Die stressen mich nicht weiter. Da muss ich auch nichts rerollen. Sehr schön. So. Ach so, ja, wo will ich eigentlich hingucken auf die Map, ne? Bossraum. Die Springer gefallen mir überhaupt nicht. Okay, das ist jetzt auch nicht so viel geiler, was ich da draus gemacht habe, um Gottes Willen. Nee. Das ist überhaupt nicht besser geworden. Das ist überhaupt nicht besser geworden. Hilfe. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Schade. Hier beenden wir mal die ersten Versuche, aber ich bin ein bisschen gehypt. Ich würde es gerne auf jeden Fall noch mindestens einen Part weiter versuchen und dann gucken wir mal, wie es da läuft. Danke fürs Zuschauen und tschüss.